Ach, Kacke. Ja, das hat was gebracht. Und nämlich gar nicht. Ja, toll, das hat der Ebrat überhaupt keinen Schaden bei ihm angerichtet. Ja, toll. Das hat er eben gerade gar keinen Schaden bei ihm gemacht. Ja, also das dauerte ja noch eine Ewigkeit, bis ich den Kleinen gekriegt habe. Also das dauerte ja echt noch eine Ewigkeit. Ja, toll. Ja. Es kommt schon wieder diese Schwerte nochmal hier. Langsam habe ich auch keinen Bock auf das Ding. Aber wenn die Gegner alle so schwer und so lange dauern, bis man die alleine klein gekriegt hat, ich glaube jetzt hier noch mindestens eine halbe Stunde, bevor ich den klein gekriegt habe. Na, no. Langsam habe ich auch keinen Bock mehr auf das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz toll. Ach, Kacke. Wo ist er hin? Naja, egal. Ja.
Naja, gleich habe ich ihn ja. Wenn ich Glück habe. Endlich! Mich! Akzeptiere mich! Aus dem Bild! Drachenlieferung! Ja! Rakakakakaka! Genau wie geplant. Das sind mal zwei heldenhafte Vorbilder. Der Beginn einer neuen Legende. Kommt, geehrte Brüder. Kehren wir zur Burg zurück. So, Moment. Ich dachte, ich krieg jetzt hier die Arche. Die sechste Arche dachte ich kriege ich jetzt. Nee, ganz bestimmt nicht. Hast du das gesehen? Velkruz wurde total zermalmt. Endlich ist das vollbracht. Endlich wurde Abbitte für die Arroganz der Vergangenheit geleistet. Du hast wacker gekämpft, aber ich habe Velkruz zerstört. Ah, Schluss mit der Bauchpinselei. Trotzdem schön zu hören. Um ehrlich zu sein, ich habe ihm nur den Todesstoß versetzt, nachdem du es mir auf dem Silbertablett reserviert hast. Wie auch immer, wir haben Fjörgens Macht wiederhergestellt und Velkruz vernichtet. Das ging nur, weil wir zusammengearbeitet haben. Meinst du nicht? Velkruz ist fort. Vielen Dank für deine Anstrengungen. Es gibt nun für uns keinen Grund mehr, im Land der Versprechungen zu bleiben. Im Gegensatz zu Eika glaube ich nicht an unsere Nachfahren. Aber die letzten Endes hat Galatur recht behalten. Gander, danke für deine Hilfe. Möge das Licht von Arcturus stets über dich wachen. Deo Artus. Ja, Velkruz hat versagt. Das gebe ich zu. Letzten Endes müssen unsere Nachfahren für unsere Arroganz büßen. Nachfolger Galaturs, Baltur und du, Fremder. Ich werde euch noch ein letztes Mal vertrauen. Vertrauen. Nun, es gibt da etwas, worum ich euch bitten möchte. Ein letzter Gefallen? Es gibt noch immer Gegenstände in dieser Welt, die von der großen Arche stammen. Die dürfen nicht in Arkesia bleiben. Überbringe unsere Botschaft zum jetzigen Umar-König. Dies ist etwas, das er entscheiden muss. Ich werde ihm die Nachricht überbringen. Danke. Wir können nun endlich aufbrechen und uns auf die Zukunft freuen.
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Es war ein Segen, dich zu treffen. Deo Arthus. Möge der Segen der Erde mit dir sein. Auf ewig. Er ist fort. Nun können unsere Ahnen in Frieden ruhen. Es wäre schön gewesen, wenn mein Meister die Vernichtung von Lecruz hätte miterleben können. Puh. Aha, ich, der Nachfolger meines Meisters, habe es endlich vollbracht. Nun gut, gehen wir zurück zur Großfeste und melden Keister unseren legendären Erfolg. Okay, kehre zur Großfeste zurück. Großfeste, warte mal. Wir machen das nicht einfach so. Ja, Großfeste, Linde. So, wo genau muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Aber ich habe jetzt echt gedacht, ich kriege jetzt irgendwie die Arche, weil da die Arche war. Oder ist sie jetzt zerstört oder wie oder wo oder was. Aber ich muss auch 7 Archen zusammenkriegen. Oh oh. Eine Schande, dass du noch nie einem würdigen Meister begegnet bist. Du willst mich verzehren. Ich mag dich. Lass uns Zeit zusammen verbringen. Auf in ein verfluchtes Land, das mit Dämonenblut getränkt ist. Oh, ich ahne Übles. Ich ahne Übles. Nicht schlecht, ein hübscher Held. Warte mal, wo muss ich jetzt der Abschlussbericht? Warte mal, der König, wo? Ach, da. Ihr betretet den königlichen Palast. Ja, ich weiß. Oh Gott. Machen wir nicht keinen Aufstand hier. Machen nicht den Alliierten. Baltor, du bist zurück. Du siehst erleichtert aus. Das habt ihr wirklich gut gemacht, du und Baltor. Ihr habt Jorn von der Arroganz der Vergangenheit geläutert. Und ihr habt den Uma die Zukunft gerettet. Danke, Tavalero. Mit deinem Einsatz und deinen Taten wirst du in die Geschichte von Jorn eingehen. Ja, allerdings, Tamar, bereite die große Zeremonie für unsere Helden vor. Die Uma gehören zu den größten Kulturen der Welt, mit einer reichen Geschichte. Das heißt aber auch, dass wir viel Falsches getan haben. Deshalb gilt, was auch geschieht, dass wir die Verantwortung für unsere Schöpfungen übernehmen. So wie heute. Dieser Schwur soll für immer und ewig gelten.
Ich bin dir zutiefst dankbar, dass du den Schwur bewahrt hast. Großer Freund der Uma. Das verdanken wir alles nur dir. Du hast mich begleitet, um den Gruß zu vernichten. Mir war, als würde ich mich wieder so sehen, wie ich mal war. Ich war nur ein Feigling, der unter einem Vorwand davonlief und dem Ansehen unserer Ahnen Schande machte. Doch dank dir habe auch ich meinen Mut gefunden, verflucht bei Uma. Mir ist das peinlich. Wie auch immer, vielen Dank, dass du wirklich, das hast du wirklich fein gemacht. Okay, zurück an die Arbeit, für die wir geboren wurden. Das ist die Rückkehr des legendären Schmieds. Okay. Ratgeber, Ratgeber Fighten. Vorbereitung, das war jetzt auch neue Fäden. Erreiche Gegenstandsstufe 960. Na super. Da bin ich ja jetzt erstmal tagelang damit beschäftigt, mich da hoch zu pushen. Baltor mag früher unzuverlässig gewesen sein, doch ein Titel, der legendäre Schmied, ist kein Scherz. Sein Können wird dir gewiss bei deinen zukünftigen Abenteuern helfen. Wenn er die Reparatur des Lichts von Arcturus angeschossen hat, wird der legendäre Schmied seine Schmiede wieder öffnen. Nun solltest du dir selbst das Licht ansehen, das du zu uns zurückgebracht hast. Okay. Weg mit Baltor, dann gehen wir da jetzt auch nochmal hin. Ihr betretet den königlichen Palast. Ich verlasse ihn gerade. Ah, da bist du ja. Eine Sekunde, es ist fast fertig. Ziemlich hell, oder? Das hat die Uma bekannt gemacht. Das Licht von Arcturus, die unterirdische Sonne. Eine Mühe, die sich am Ende auszahlte. Perfekt, nun kann ich mich dem widmen, worauf ich mich am besten verstehe. Hey, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich muss jemanden eine Nachricht überbringen. Wem möchtest du eine Nachricht schicken? Bitte sag Enyo, dass ich gescherzt habe, als ich meinte, er sei gefeuert. Ich war in dem Moment stocksauer, aber irgendwie ist er unersetzlich. Ich weiß, dass er hart gearbeitet hat, um sich um das Licht von Arcturus zu kümmern, während ich hinter Wildgruß her war. Ich habe mich geirrt und wie... Ich gehe mal in die Werkstatt. Bitte sag ihm, dass es mir leid tut. Okay, sprich mit Techniker Einor. Nicht schlecht, ein hübscher Helm. Hä? Der hat geglaubt, ich habe das mit dem Rauschmiss ernst genommen? Ha, der sagt doch ständig sowas, um es dann sofort wieder zu bereuen. Ich weiß, dass er... dass der keinen besseren legendären Assistenten finden könnte. Genau. Stimmt. Wie auch immer, sagt Baltor, er soll sich keinen Kopf machen. Der legendäre Schmied ist wieder im Geschäft. Ich dachte schon, das Schmiedefeuer sei für immer erloschen. Sag ihm, ich schau mal mit einem Stiefelbier als Geschenk vorbei. Oh, jetzt wieder zurück zu Baltor. Wo ist er überhaupt jetzt? Ach, da hinten.
bin fleißig, so fleißig. Ja, bist du ja. Was hat einer denn gesagt? Er wusste nicht mal, dass er gefeuert wurde? Warum habe ich dich dann zum Entschuldigen losgeschickt? Aber es freut mich zu hören, dass er mir nicht böse ist. Er ist in Ordnung, oder? Ich werde ihn mit Stiefelbier verwöhnen, wenn er vorbeikommt. Und jetzt will ich euch einander mal richtig vorstellen. Das ist die legendäre Schmiede, wo ich, der legendäre Schmied, wahre Wunder bewirke. Für dich möchten Fjörgen und ich eine mächtige Waffe schmieden, die deinem ästhetischen Empfinden genügt. Wenn alle Arbeit in der Schmiede getan ist, versteht sich. Zuerst muss ich sehen, wie du mit deiner Ausrüstung umgehst. Kämpfe ein wenig und nimm dieses kristallisierte Erinnerungsstück mit. Okay. Schön, kommen wir zum Geschäft. Besiege einige Mutantenpilze und Riesenminenfelsen im unvollendeten Garten. Ich werde weiter in der Schmiede arbeiten. Bis später. Okay. Gut, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.